Guten Tag. Es ist der 14.01.2024 und ich sitze hier gerade sozusagen im Regen. Ja? Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer und ich lebe in Berlin. Und ich möchte mich mal zur Frage auslassen, wie wir denn hier miteinander umgehen wollen jetzt hier in 2024. Rechtsextremismus, ja? Rechtsextremistischen Szene, rechtsextremistischen Neonazi-Partei, rechtsextremistischen Bewegung insgesamt, rechtsextremistisch. Also nicht nur die Ungeimpften untereinander oder die Geimpften oder so, sondern wir alle miteinander. Rechtsextremistischen Bewegung, ja. Rechtsextremisten, rechtsextremistischen Einstellungen, rechtsextremistisch. Also ich glaube, wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das ist ein schönes Leben, getragen von Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Es mag sein, dass es da Einzelne gibt, die da ausscheren und sagen, nee, das wollen wir alles gar nicht, wir wollen nicht frei sein, wir wollen von der Regierung gesagt bekommen, wann die nächste Spritze dran ist und so, aber ich glaube, die meisten wollen nach wie vor ihr eigenes Leben führen, über sich selbst bestimmen, wozu sie Lust haben, was sie am Tag unternehmen möchten. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, wie viel Meter Distanz sie einzuhalten haben zum nächsten. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, dass sie nun nicht mehr zu atmen haben, weil das irgendjemand so beschlossen hat. Sie wollen sich nicht sagen lassen, dass sie die Ursache für den Untergang dieser wunderschönen Erde sind, und das sind sie auch nicht. Es ist eine lang ausgerollte Agenda, die bereits anfing in meiner Jugend mit dem Pamphlet des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, wo man uns einfach klar sagen wollte, Leute, ihr kriegt zu viele Kinder, ihr esst zu viel, ihr fahrt zu oft in Urlaub, ihr benehmt euch völlig daneben, und es war eigentlich der Anfang des Irrsinns sozusagen. Ne? Ich habe mich danach in meinem Leben zum Beispiel schon mal irgendwie ausgerichtet. Ich bin tatsächlich in eine kleine Wohnung gezogen, ich bin immer viel Fahrrad gefahren, also ja, ich weiß gar nicht, welche Sünden ich mir vorwerfen sollte diesbezüglich. Also wenn da jetzt irgendwelche rot-grünen Wogen-Spinner kommen und mir dann erzählen wollen, was ich alles für Versäumnisse in meinem Leben hätte, dann muss ich einfach sagen, nö, ich habe nicht eure Welt kaputt gemacht. Nein, ich habe daran mitgeholfen, eigentlich eine schönere Welt zu schaffen, respektvoller miteinander umzugehen, zu üben, wie man offen und tolerant kommuniziert, auch mit Leuten vielleicht, die noch nicht mal die Sprache des Landes beherrschen. Ja, und ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Sonst wäre ich ja nicht Lehrer geworden. Und danach habe ich auch noch viel dazugelernt. Und so rede ich eigentlich heute auch noch mit jedem, ja. Und wenn da jetzt so Typen kommen, die dann irgendwie sagen, nee, mit dem kannst du nicht reden, und der ist ja rechtsextremistisch, nicht von unserer Truppe, mit dem sollst du auch nicht, und das ist alles Quatsch. Ja? Also unser Grundgesetz stellt genau das klar, dass eben Linke und Rechte miteinander können, Große und Kleine miteinander können, Männlein und Weiblein miteinander können, dass wir alle sagen dürfen, was wir so meinen, und ja, ich glaube auch, dass wir tatsächlich eine Ordnung brauchen, an die wir uns zu halten haben, ja? Wie unsere schöne Verfassung, das sogenannte Grundgesetz oder die freiheitliche Grundordnung oder wie Sie es nennen wollen. Es ist mir gegenüber nicht kommuniziert worden, dass es irgendwie gelöscht worden wäre, ne? So, nur weil irgendwelche Leute das jetzt so behaupten, dass das ja formal richtiger wäre, wenn da ein Gültigkeitsbereich angegeben wäre, muss das ja nicht heißen, dass ich das jetzt nicht einfordere, oder? Ich fordere das ein. Ich fordere auch ein, das jetzt vernünftig zu machen und mal das Gültigkeitsgebiet für das Grundgesetz dort einfach einzutragen. Ja? Das ist die Aufgabe von Politikern, die sich verantwortlich fühlen, hier eine Ordnung herzustellen, die dann auch funktioniert. So. Und anstatt irgendwelche Reichsbürger in den Knast zu stecken, die komische Ideen haben, müsste man doch eigentlich die komischen Ideen verbreiten und daran arbeiten, diese ins rechte Licht zu rücken. Ne? Habe ich jetzt rechte Licht gesagt, meinetwegen auch ins linke Licht, also in das Licht, welches der entsprechende Denker, hoffe ich doch, dann gerade so meint, ne? Was er so meint, was er so denkt, was er sagen möchte.
Ja, das dürfen wir. Genau das dürfen wir so. Da ist auch ein Haufen Quatsch dabei. Ja. So, ich habe mich wirklich bemüht, wenig Quatsch zu sagen. Und es wurde mir auch noch kein Quatsch nachgewiesen. Tatsächlich nicht. Ja. Also, das können wir auf jeden Fall schon mal tun. Nicht über die Stränge schlagen. Ne? Nicht über unsere Leute herziehen. Nicht sagen, der hat aber diesen und jenen Dreck am Stecken. Also jeder, der sich irgendwie bemüht, Klarheit in diesen ganzen Sumpf zu bringen, ne? Der sich wirklich anstrengt, an der nötigen Transparenz zu arbeiten, die wir einfach brauchen, damit es hier in dieser Gesellschaft vorangeht. Jeder, der eintritt für eine freiheitliche Ordnung, wie wir sie ja eigentlich haben, ne? Wie sie aktuell aber nicht gelebt wird. Weil wenn alle nur glauben, dass Loyalität bedeutet Kadavergehorsam, dann sind wir genau da, wo wir nie wieder hin wollten. Ne? Und wo alle immer gesagt haben, kein Vergeben, kein Vergessen. Habe ich jetzt schon wieder einen Vergleich zu viel angestellt? Nein, nein, nein. Genau das ist die Aufgabe der Schule, darauf hinzuweisen, dass wir da nicht wieder hin wollen. Und was aktuell schief läuft, muss benannt werden. Und Schulen, die so etwas nicht tun, sind keine Schulen. Es sind Erziehungsanstalten. Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt darauf hinzuweisen, was Freiheit bedeutet. Ihr habt darauf hinzuweisen, nach welchen Regeln wir bislang hier lebten. Ihr habt dafür zu sorgen, dass die auch weiterhin gelten. Die Menschenwürde ist unantastbar. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Glaubensfreiheit, wir haben Informationsfreiheit. Das kann uns niemand nehmen. Wir haben Naturrechte, wir haben Menschenrechte, es gibt Völkerrecht. Das ist alles übergeordnet gegenüber diesen ganzen Gesetzen. Und wenn da irgendjemand dann eben meint, es gibt da Unregelmäßigkeiten, es gibt da Probleme in dieser Ordnung, da muss man die klar und deutlich ansprechen, sie benennen. Das sollte eigentlich der Präsident des Bundesverfassungsgerichts vielleicht sogar machen oder ja, der Bundespräsident oder Scholzi, ne? Oder, aber der kann sich ja sowieso nichts erinnern. Der erinnert sich wahrscheinlich auch nicht ans Grundgesetz und ich möchte auch demnächst kein Militär als Kanzler denn hier haben, ne? Und ich möchte eine zivile Gesellschaft, in der man vernünftig miteinander umgeht und in der man von oberster Ebene dafür sorgt, dass hier niemand verhetzt wird, ne? Durch Medien zum Beispiel. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel beim Nachbarn an seiner Tür auf dem Klingelschild einfach steht, Nazis töten, weiß ich nicht, warum da nicht schon eine Spezialeinheit reingetobt ist und seine Bude auf den Kopf gestellt hat, weil das verstehst du ganz eindeutig gegen alles, was wir hier an Rechten haben. Ne? Also auch, falls es sowas geben sollte, Nazis, ne? Ich halte das ja immer nur für eine Behauptung von Medien und von irgendwelchen Arschlöchern, die nicht diskutieren wollen. Der Neonazi-Partei, Rechtsextremist. Also wenn es sowas geben sollte, dann sind das auch Menschen, ne, die nicht getötet werden, natürlich. Und wo man auch nicht zum Töten aufruft, ist doch ganz klar. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute da an dieser Tür vorbeigehen, aber da sind bestimmt schon mehr Leute an dieser Tür vorbeigegangen, als jemals Leute meine kritischen Videos gesehen haben, für die ich zur Volksverhetzung verurteilt werden soll, ne? War ja jetzt nur die erste Instanz, die nächste kommt bestimmt, aber wenn das der Fall ist, ich glaube, dann zeige ich alle an, die hier das Volk verhetzen mit solchen Sachen, ne? Die irgendwie Nazis töten, irgendwo draufschreiben oder irgendwelche, ja, eigentlich reicht das ja schon, so ein DDR-Symbol einfach an die Tür zu kleben, ne? Was soll das hier, ne? Werbung für ein totalitäres System? Brauchen wir auch nicht. Ist auch Volksverhetzung, oder? Also, wie gehen wir miteinander um? Ja, nett natürlich, respektvoll. Also, ich sitze hier weiterhin im Regen, gucke mir das Spektakel an und kommentiere das hin und wieder und bin natürlich der ich immer bin, mein Leben lang gewesen bin, Skeptiker, Kritiker, ich lege den Finger in die Wunde, ich kommentiere das, was passiert,
Ich mache Videos mit ganz vielen Leuten, die eigene Meinung haben. Und ich versuche, diese Meinungen dann wirklich so rauszukriegen, wie sie das denken. Korrigiere vielleicht die eine oder andere Spitze, die ein bisschen zu heftig ist. Ja, damit mache ich jetzt einfach weiter. Also ich denke, ich werde den Rest meines Lebens mit der Aufklärung dieses Zustands hier zubringen, den wir hier zurzeit in Deutschland haben. Also, ja, weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Ne? Vielleicht erschießt mich ja morgen einer, der aufgehetzt wurde gegen mich oder so. Ne? Also, es gibt tatsächlich viel Aufhetzung hier in Deutschland. Und wenn man sich dann anguckt, welche Nachrichten über welche Kanäle wie oft verbreitet wurden, dann, ich bin nicht dabei. Ich habe keine Reichweite. Meine Meinung ist immer eigentlich neutral. Ich bin nicht rechts, ich bin nicht links. Ich helfe nur dabei, die richtige Sicht auf die Dinge zu kriegen. Ja? Wenn hier gehetzt wird gegen rechts, dann ist das schon zu viel. Ne? Man muss sich dann aber auch nicht darüber wundern, wenn andere dann gegen links hetzen. Ne? Tja. Oder wenn, also ich kenne da zum Beispiel schon so einen Typen, der dann irgendwie gegens Bundvolk hetzt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oder hetzt gegen Lauwarme. Oder hetzt gegen, ja, das ist Spaltung, sorry. Also das muss man nicht tun. Damit macht man sich selbst auf Dauer nur lächerlich. Damit schadet man seinem eigenen Anliegen. Das ist völlig unnötig. Es reicht einfach mit dem Finger auf Verantwortliche zu zeigen und zu sagen, was die gerade falsch machen und das in einer anständigen Art und Weise, weil im Moment brennt gerade nichts an, ja. Also die Impfteams sind gerade nicht unterwegs, um die nächsten Spritzen hier jedem reinzudrücken, der sie nicht haben will. Also kann man das ganz ruhig und sachlich jetzt machen, bis dann wieder mal die nächste Action hier vor der Tür steht und vielleicht nach einem Ausrufen eines Notstands plötzlich die Bundeswehr im Land steht und dann so tut, als ob sie hier irgendwas zu suchen hätte. Ne? Das richtet sich dann tatsächlich wieder gegen uns Menschen, die diesen Staat eigentlich schützen müssen. Jeder Einzelne natürlich. Wo sich auch jeder Einzelne einmischen muss. Und dann erwarte ich beim nächsten Mal, wenn das passiert, also dass viel, viel mehr einfach sagen, stopp! Rote Linie, da mache ich nie mit, so wie ich das auch getan habe. Ich glaube, da war ich ein Vorbild. Und ja, das, ich werde aber niemanden verurteilen, der das nicht tut. Dafür gibt es Gründe, warum Leute das nicht tun. Hm? Tja, gibt auch Gründe, warum Leute glauben, sie müssten den ganzen Tag Nachrichten lesen. Und ja, ich kann dazu nur sagen, also ich versuche meinen Medienkonsum doch am Tag auf eine Stunde zu beschränken. Ja, das, was da reinkommt, das reicht mir. Also, wenn ich mehr davon lese, dann führt es bei mir auch nur zu Übersäuerung und ja, muss nicht sein. Wie lange quatsche ich jetzt hier schon? 14 Minuten, ist ja schrecklich. Passt ja schon wieder nicht bei TikTok. Ist egal. Fängt auch gerade wieder an zu schneien. Ich habe keine Lust mehr, auf meinem Sonntagsspaziergang eine noch längere Pause einzulegen. Kaffee habe ich hier auch schon nicht gekriegt, da läuft gerade kein Wasser. Wo leben wir ja eigentlich? Im Entwicklungsland oder was? Lasst es uns wieder aufbauen nach unseren Vorstellungen. Meine kennt man im Allgemeinen. Heute habe ich auch ein bisschen was dazu gesagt. Ciao, bis demnächst. Rechtsextremistischen Aktivisten, rechtsextremistischen Bewegung, rechtsextremistischen Bewegung in Deutschland. So viel für heute. Danke meinen Gästen hier im Studio, Ihnen fürs Zuschauen. Dass Ideologen auch die Medien zu einem gewissen Teil gekapert haben. Wir haben mittlerweile Journalisten, die Aktivisten sind, die ganz klaren ideologischen Anspruch haben. Und das darf nicht sein. Wir haben Journalisten, die mit Politikern klüngeln, die befreundet sind. Das darf auch nicht sein. Es ist, glaube ich, jedem ersichtlich, dass wenn ich mit dem irgendwie privat Abendessen gehe und im Regierungsflieger mitfliege, mein Bericht wahrscheinlich ein wenig voreingenommen sein wird. Und das darf nicht sein. Und das ist aber auch wieder dieses, da kommen, ich weiß natürlich nicht, was die Motivation von jedem ist und es ist auch nicht überall so, aber es gibt doch einen großen Teil von ideologisch geprägten Aktivisten, die auch die Unis teilweise kapern und natürlich auch die Medien, um eben ihre Narrative durchzubekommen. Und das ist ziemlich offensichtlich.
offensichtlich. Und je skeptischer Gesamtdeutschland wird, umso besser für uns alle. Fragen stellen ist ja nie verkehrt.